Die magische Schule der Veränderung konzentriert sich auf die Manipulation der physischen Welt und ermöglicht das Wirken von Zaubern wie Wasseratmung, magischer Rüstung und Magier. Gut, dann war das die Schmiede. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal Stück für Stück die Gebäude ab hier. Ach, guck mal hier, mal Kohl. Den kann ich nehmen, oder? Ja, läuft. Nichts stehlen, keiner ist böse. Super. Keiner ist böse, wenn wir den nehmen. Ich glaube, da gehe ich aber jetzt doch mal erst hier rein. Da ich ja eh schon bei der Schmiede war. Aufschließen. Alva und Sigrids Haus. Oh Gott, okay, das lassen wir lieber mal. Ich glaube nämlich, das ist auch nicht gern gesehen. Oder? Ach, ich werde mal kurz speichern, genau. Ich speichere mal schnell. So. Und dann mache ich mich da mal ran. Ich kann ja mal wieder... Oh Gott. Komm schon. Jawohl. Und schon sind wir drin. 5 Kopfgeld. Oh Scheiße. Ich glaube, da habe ich gerade was Böses gelesen. Mich hat einer gesehen. Da wurde Kopfgeld auf mich ausgelegt. Das ist natürlich Gift. Automatisches Speichern. Okay, wie gesagt, klauen will ich ja nichts. Es sei denn, es gibt hier Dokumente oder Bücher zu sehen. Die nehme ich mit, weil die will ich natürlich haben. Gold, nee, ich lasse ihm alles da. Ich bin ja kein Dieb. Aber hier ist ein Buch. Weißlauf für den Ehrenmann. Okay. Ja, nehmen wir mit, stehlen. Ich habe das einfach mal mitgenommen. Ich hoffe, es merkt keiner. Hier geht's noch runter. Hallo, in den Kellerbereich. Katakomben. Oh, was hier alles rumliegt. Ja, das ist ein Schmiede. Ah, hier müssen wir reinschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch Bücher zu finden. Dokumente, irgendwas? Nein. Nassim. Schubläden. Oh, das Lied von Pelinal, Band 1. Das muss ich mitnehmen. Ich muss. Was ist das denn? Ein Topf. Gusseisener Topf. Okay, haben wir 2 Bücher jetzt abgegriffen. Ich hoffe, dass mich jetzt keiner, dass mir jetzt keiner böse ist hier draußen dann. Hier ist noch ein Schrank. Und ich hoffe auch, dass keiner reinkommt jetzt gerade, weil das wäre sehr ungünstig. Okay. Scheint alles gut zu sein. Hallo? Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es ein okay, passt. Ist, kann ich es schmieden. Bei Shaw, was wollt ihr? Kannst ruhig bleiben. Ihr müsst meinem Sohn Sven. Ja. Zuhören. Okay, die erzählen alle immer ziemlich das Gleiche. Dann sind wir hier durch und können hier jetzt weitermachen. In diesem Gebäude. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Okay. Camilla Valerius. Ach, schau her, das ist doch das begehrte Objekt. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Okay, Lucan Valerius. Du bist... Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Du bist hier sehr begehrt und weißt es vermutlich nicht. Oder anscheinend. Ihr seid ein strammer junger Mann. Oh. Lasst euch mal wiedersehen. Oh. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Alles klar, ihr müsst mal ein bisschen ruhig bleiben jetzt. Denn... Es ist ein bisschen hektisch jetzt hier gerade. Meine Schwester Camilla oder ich helfen euch gern. Ja, ja. Lass mich mal zuerst mit... Ihr seid nicht von hier. Nee, mit dir rede ich aber jetzt ich mal. Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um mit meinem Bruder Lucan zu arbeiten. Mhm. Alles klar. Ich habe einen Brief von Feindal. Lügen. Das ist schlecht. Sven wollte euch glauben machen, dass dieser Brief von Feindal sei. Ich bin mal ehrlich. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feindal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feindal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Bis zu
zum nächsten Mal. Bringe Svens Brief zu Camilla. Sprich mit Feindahl. Okay, das mache ich dann mal. Vielleicht könntet ihr... Die Lage in Cyrodiil wurde immer schlimmer. Der Krieg mit den Talmor hat alles verdorben. Okay, oh cool, wie wir aussehen. Dieser Lichteffekt da auch schön. Ich kam nach Himmelsrand auf der Suche nach einem besseren Leben. Und was hat mir das eingebracht? Einen weiteren Krieg. Vielleicht sucht ihr etwas Besonderes. Ja, lass mal reden jetzt. Wir haben so ziemlich alles, was ihr gebrauchen könntet. Verkauft ihr Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay, oh, also Wahnsinn, was hat denn der alles anzubieten? Ja, krass. Krass, was es hier alles gibt. Gelick. Ja, Wahnsinn. Oh, Zaubertränke. Zaubertränke sind sehr beliebt bei mir. Der kleinen Heilung. Wert 52 Ocken, bist du wahnsinnig. Ich habe nur 128, scheiße. Also kaufen ist echt mies. Ich habe kaum Gold, hey. Begib dich zur Akademie von Winterfeste. Okay, ein neuer Nebenquest. Wegen dem Zaubern. Was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Natürlich, den verdienst du auch danach. Das ist das gleiche Menü. Nee, dann ist etwas passiert. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Okay. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Ja, okay, jetzt sind wir hier ordentlich am Quest sammeln. Wahnsinn. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Bei den Acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Hier entlang. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Das mausert sich jetzt hier zum Hauptauftrag, oder wie sehe ich das? Lass mich da kurz die Übersicht bewahren. Vor dem Sturm Verschiedenes. Horalov hat vorgeschlagen. Ich so, okay, das ist die Gerda Tussi da. Begib dich zur Akademie von Winterfeste. Sprich mit Feindahl. Die goldene Klaue. Lucan Valerius in Flusswald bietet mir Gold für die Wiederbeschaffung seiner antiken goldenen Klaue an. Sie wurde von Räubern gestohlen, die ihr Lager im Ödsturz-Hügelgrab aufgeschlagen haben. Okay, und da wird uns jetzt die gute Camilla vermutlich hinführen. Alright. Lucan, ich schaue mich hier nochmal kurz ein bisschen um, ne? Ja. Ich denke mal, das nehme ich mal hier auf. Dann sollte ich Bücher finden, die hier zu stehen haben. Wahnsinn, das ist alles voll. Ich speichere mal schnell. Gespeichert. Oh, guck mal hier. Ich habe nichts getan. Der verfolgt mich hier. Okay. Lasst nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Okay. Also gut. Na gut, dann, guck mal, hier kann ich wieder raus. Oh, er geht wieder. Er geht wieder. Jetzt kommt er wieder zurück. Okay, dann gehe ich halt. Ja, aber die Bücher. Da muss ich nochmal schauen, ob ich da irgendwie rankomme. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Okay. Camilla, ich bin... Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Okay. Geh du mal vor, ja? Ich folge jetzt einfach mal. Durch die Stadt. Reden, Camilla Valerius. Willst du was sagen? So hübsch ist sie gar nicht. Will ich sagen. Hier entlang. Okay. Dann laufe ich mal vor, wenn sie nicht mag. Dann laufe ich eben vor. Nö, kommt nicht. Ich frage mich, warum nur Lucans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lucan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte.
Er ist ziemlich durchtrieben. Okay, so heißen er ist auch ein Verbrecher, oder was? Hier entlang. Ja gut, dann... Wenn du nicht laufen magst, dann gehe ich eben. Ich denke mal, dass es doch hier entlang geht, oder? Ach, guck mal, jetzt rennst du hinterher. Camilla, Camilla. Du bist eine ziemlich schlechte Wegweiserin. Muss ich so mal sagen. Okay. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Okay. Über diese Brücke musst du gehen, willst du mir damit sagen? Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Wie weit muss ich noch laufen? Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Alles klar. Viel Glück. Lukan und ich warten im Laden auf euch. Okay. Das hört sich doch noch einen Plan an. Aber ich glaube, das mache ich dann erstmal später. Den Berg hier besteigen. Ich glaube, ich erforsche jetzt auch erstmal noch ein bisschen Flusswald. Tut mir leid, aber das erledige ich später. Wir gehen nochmal zurück auf Anfang. Bei der Gebäudeexpedition. Und, das war, glaube ich, die Schmiede. Die haben wir schon durch. Und das war jetzt das. Genau, das ist die Gerda wieder. Die Mainquest-Frau. Gut. Dann, oh Gott. Ich bin so ein bisschen überfordert. Mit dem ganzen Kram hier. Der schlafende Riese. Auch schön eingedeutscht. Mei, süß. Schönes Bild. Okay. Das ist wohl die Lokalität, von der eben noch die Rede war. Mit der... Oh, Fass. Ein Fass. Mehlsack. Nehme ich mit. Solange ich es nicht klaue, nehme ich es mit. Okay. Dann wollen wir mal da rein. Aber erst nach einer kleinen Pause, die ich mir jetzt mal gönne. Bis gleich oder zum nächsten Part. Ciao, ciao. So, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Eine neue Session beginnt. Und wir stehen hier vor dem schlafenden Riesen, glaube ich. Genau. Hieß er, der schlafende Riese. Und da wollen wir jetzt mal rein, um weiter das Dorf zu erforschen. Aber hier haben wir erstmal ein Fass zu stehen, das leer ist. Schade. Hier haben wir einen Eimer. Der gefällt mir hier nicht. Weg damit. Oh, da hat sie ihn weggeglitscht. Okay, oh, guck mal hier unten. Ah, da stehen noch mehr Fässer. Und da ist etwas darin. Grüne Äpfel. Immer mitnehmen. Zu fressen nehmen wir immer alles mit. Ach shit, habe ich jetzt nicht geschaut. Ja, ist ja gut. Was ist mit den Hühnern los hier? Dann gehe ich mal rein. Dann gehe ich mal rein. In die gute Stube. Tritt herein. Und schau dich um. Fühl dich wohl. Und bring dich um. Nein. So, hallo. Oh Gott. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Kam einst ein Reck, Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlau geritten von Rorikstad stammt. Großreden schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beuteglück. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Ist ganz schön was los hier. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Cool. Embry. Was wollt ihr? Mal quatschen? Ja? Hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Coole Stimme. Habt ihr Bier oder Met? Oh, cool. Und ich kann ihm... Oh, ich kann ihm... mein Gott, unseren hart geklauten Wein kann ich anbieten. 6 Stück. Wein. Alto Wein. Der Alto Wein ist mehr wert. Aber davon habe ich 6 Stück. Von da gebe ich ihm mal... Gebe ich ihm mal eins. Wie viele? 1. Sollte reichen, oder?
Okay. Nichts passiert. Habt ihr Bier oder Met? Ja gut, dann gebe ich dir halt mal alles, ne? Ich meine, ich glaube, du wirst alles haben wollen. Nimm, nimm! Sauf dich zu Tode. Bis zum nächsten Mal. Ja, super. Du bist mein Freund, hey. Aber jetzt macht er Party. Okay. Er tanzt hier wild herum. Und du? Dieser Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendahl nie wieder ein Wort wechseln will. Ah, guck mal, wir haben neue Optionsmöglichkeiten. Wo habt ihr gelernt, so schön zu spielen? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Okay, erkundet die Bardenakademie. Also hier kommen jede Menge Quests zusammen. Da werde ich mal hoffentlich die Übersicht behalten. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr Ragnar der Rote singen? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Wir hören uns mal beide an. Erstmal das Zeitalter der Aggression. Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Okay. Macht das oder macht das nicht? Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Nee, aber ein bisschen mehr vielleicht. Was gafft ihr so? Jetzt fängt er hier Streit an, oder was? Ah, hier kann ich alles wieder klauen. Okay, schönes Lied. Ich weiß noch nicht genau. Ach komm, wir haben noch mehr Wein. Wie, das war's schon? Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmäntel ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entführt nach Sovngarde der Gang. Wundervoll. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Dieser Brief sollte Camilla davon über... Geiler Scheiß. Ihr bringt nichts als Ärger. Was? Ich hab doch keinen Stress gemacht. Was ist denn los? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Bitte das andere Lied nochmal. Hier, Ragnar der Rote. Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. So hab ich's gern. Ihr braucht etwas? Nee, von dir nicht. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Großreden schwang er die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmermehr. Ja, wunderbar. Okay, dann reden wir mal mit einer anderen Person hier. Hallo, Delphine. Delfine. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Bitte? Ich habe hier gar nichts geschnüffelt. Ich habe nur mit dem Baden etwas unterhalten. Ich möchte ein Zimmer mieten. 10 Goldstücke. 10 Goldstücke! Bist du wahnsinnig? Das ist ja der glatte Wucher. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das sind doch alles Hirngeschwinste. Tja, da bist du falsch informiert. Gibt's noch mehr? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Also das sind alles Gerüchte, die nur wahr sind. Ah, jetzt ist es gerade unterlegt. Ich möchte ein Zimmer mieten. Das lasse ich mal jetzt erstmal noch. Das mache ich zum Schluss.
Ich habe nämlich keine Ahnung genau, was das bewirkt, aber ob wir da übernachten können. Oh, was ist denn das hier? Alchemielabor. Jesus Maria. Alchemielabor. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Mhm. Experimentiere mit unterschiedlichen Zutaten, um ihre Wirkungen kennenzulernen. Experimentieren ist genau mein Ding. Zutaten. Oh, Biene. Jesus Maria, Diesel zeigt, das ist der ganze Scheiß, den ich aufgesammelt habe. Skiverschwanz, Spinnenei. Ah ja, das habe ich alles da aus der Höhle. Kann ich da jetzt mal... Ich mache jetzt mal die Biene. Auswahl aufheben. Nein, nein, nein. Mit dem Spinnenei. Zaubertrank Unknown Effect. Hm. Ist natürlich riskant. Aber ich stell's mal her. Herstellung des Zaubertranks fehlgeschlagen. Ah, super. Und warum? Aber ich habe das Spinnenei jetzt trotzdem verloren. Und die Biene auch. Scheiße. Alchemie beenden, ja. Mal gucken, vielleicht kann ich da noch irgendwie was lernen. Das war erstmal ein heftiger Fail jetzt. Sollen wir mal mit dem Barkeeper reden hier? Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Du hast eine nice Stimme. Orknarre. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphine. Tja, die Frage kommt leider etwas zu spät. Kann ich das Alchemielabor benutzen? Aber ich frag trotzdem mal. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Ah, okay, alles klar. Jetzt habe ich direkt mal die Quest erhalten, einen Trank herzustellen. Weizen und Blasen, irgendwas. lass mich mal schauen, Bienenstock, Bärenklaue. Habe ich aber alles nicht. Ich habe weder Weizen noch Blasengedöns. Kann ich das bei denen vielleicht kaufen? Das Zeug. Lass mal kurz schauen. Ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Ja, ich auch nicht. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Jesus Maria. Oh Gott. Ja, da ist schon mal die Biene wieder gewesen. Zutaten. Blasenpilz, genau. Nehme ich. Kostet ja nicht viel. Wert 36. Oi da. Und was war es noch? Scheiße, was war es? Weizen, genau. 15. Wucher über Wucher. Toll, unser Geld geht zugrunde. Aber um die Quest zu erledigen... Bis zum nächsten Mal. Müssen wir mal etwas investieren. Zutaten. So. Weizen. Rinn in das Ding. Und der Blasenpilz. So. Zaubertrank Unknown Effect. Ich stelle her. Erschaffen Zaubertrank Gesundheit wiederherstellen. Entdeckte Effekte weißen Blasenpilz. Gesundheit wiederherstellen, Gesundheit wiederherstellen. Alles klar. Cool. Abgeschlossen. Ja, herrlichst. Wir sind ja der heftigste Alchemist. Was stöhnst du hier so rum? Mögt ihr Skeeterleder? Nein? Pech. Skeeterleder. Was habt ihr zu verkaufen? Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Also ich finde ja, wir haben schon Arbeit genug, aber wir sammeln jetzt erstmal fleißig die Quests auf, die hier so rumliegen. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer, in Lager stehend, irgendwas kann ich nicht lesen. Okay, ein Mordauftrag. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Sprich mit Aventus Aretino. Ja, das sind alles Sachen, die hier gar nicht in der Stadt stattfinden. Da muss ich ja weit reisen, glaube ich. Wollen wir nochmal hören? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Oh Gott, besucht den Schrein von Azura. Leck mich im Arsch, was hier abgeht. Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst. Ah ja, das habe ich auch schon erledigt. Ach, ich müsste mal mit Feendal reden, stimmt. Okay, das ist ja alles nichts Neues. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay, jetzt redet er das gleiche wie seine, wer ist das eigentlich? Seine Angestellte, seine Geliebte, seine Frau? Man weiß es nicht. Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist.
Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay, sehr gut. Aber eigentlich wollte ich andere in die Luft sprengen. Aber danke für den heißen Tipp. So, was habt ihr zu verkaufen? Ja, passt erstmal.